diese Innenterrasse hier, Innenhof sieht so cool aus. Was? Was? Oh. Ronny? Ronny, was machst du? Oh. Wow. Die Tür war unten abgeschlossen. Aber wir wollen noch später aus Boss Haus. Friends, heute geht's nach Berlin zum Konzert von The Boss House. Danke nochmal für die Einladung an Universal. Mit dabei ist Papfi. Und wer sonst? Ronny Berger. Leider hat die Kamera über die Hälfte nicht aufgenommen, deswegen hier nur ein kleiner Ausschnitt. Erstmal mussten wir nach Berlin zu unserer Crib und ja, das Haus war günstiger als ein Hotel. Und wie ihr seht, das war übelst groß und wir haben uns auch direkt eingefunden. Küche, Flur, Wohnzimmer, Badezimmer, alles war dabei. War wirklich alles ganz gut. 1 bis 10, wie ist die Wohnung? 6,5. So 6,5? War nicht sauber, als wir gekommen sind. Dann sind wir auch schon direkt zum Konzert von The Boss House. Wir sind fertig mit dem Konzert, Ronny, wie war's? War geil. Feuer! Man sieht's nicht mehr, aber... Kenji ist einfach, er ist nicht raus, er war zu langsam. Wir wollten alle aus der Bahn rausgehen, alle gehen so raus, auf einmal einfach vorm Letzten, die Tür geht zu. Er ist weggefahren. Tschüss, Kenji, tschüss, wenn du's siehst. Junge, da hinten ist er. I'm done. Alter, was hast du gemacht? Ich weiß es nicht, die Tür hat sich direkt hinter Ronny geschlossen. Also, Kenji, du willst mir gerade sagen, dass du... Wie viele Red Bull hast du getrunken? Ich glaube 8. 8? Ich habe scheiße Kopfschmerzen. 8? Ich habe scheiße Kopfschmerzen. 8? 8 Red Bull. Ja. Wie? Ich trinke kein Koffein, ich bin mein Körper daran nicht gewöhnt. Ich dachte, ich wäre koffeinsüchtig. Nach dem Konzert sind wir erstmal wieder nach Hause gefahren. Was macht der da eigentlich? Und im Rewe haben wir das Allerbeste gefunden, und zwar V-Bucks. Die haben uns direkt gezogen. Die haben hier USB-Anschlüsse im Bus. Oh mein Gott, Digga, was? Die Wessis haben das, im Osten haben wir das nicht. Straße. Scheiße. Und das Allergeilste, uns wurde einfach warmes Frühstück hingestellt. Krass, Alter. Hier ist aber ein Grill. Rate mal, wer nicht benutzt hat. Wir. Richtig, wir haben dafür bezahlt. Dann sind wir auch schon zum Berliner Hauptbahnhof gefahren, weil da war noch ein Überraschungsgast. Und ich wurde auch schon von einem NPC angesprochen. Was wolltet ihr eigentlich von mir? Ich kann nicht mehr so viel latschen. Ja. Wir holen jetzt den lieben Julian ab. Ah! Extra hell, komm. Ich dachte, du bist ein bisschen kleiner. Wieso denken alle, ich bin klein? Frechheit. Schaut mal, wen wir auch in Berlin getroffen haben. Kaum kommt man hierher, ist er schon wieder oberkörperfrei. Jo! Achtung, Tian ist der Mann mit der kürzesten Zunge der Welt. Zeig mal deine Zunge. Ich strecke jetzt so weit, wie es geht, meine Zunge aus, okay? Das ist kein Prank. Das war so lange, wie weit du kannst. Okay, jetzt Vergleich. Zungenvergleich. 3, 2, 1. Ich habe auf jeden Fall auch eine extrem breite Zunge. Was? Taste Test. Cola Cherry, Cola Vanille und Cola koffeinfrei. Was schmeckt besser? Das ist keine Cola. Das ist gut, aber ich mag normale Cola mehr. Julian hat mir so eine Empfehlung gegeben. Fana Wassermelone Eistee. Straight out of the watermelon. Ja, und hiermit endet unsere Reise. Ja, abonniert Jan, Jungs. Das war Berlino. Euer und ich bin glücklich, Digga. Whoa, whoa, cut across Vanguard.